Ja, ganz ehrlich, hier oben müsste genug Platz sein für die Eisenindustrie. Also ein Eisenlager und so weiter. Ja, dann brauchen wir in dieser Mission mal zwei Außenlager. Habe ich jetzt eigentlich schon ein Steinmetzzelt geplant? Nein. Werkzeugschreiner, Steinmetzzelt. Kaserne kommt hier hin. Ja. Könnt sie auch hier hinbauen irgendwo. Könnt sie hier hinbauen. Wäre vielleicht die bessere Wahl. Weil hier habe ich genug Platz für die Industrie, die ich bauen will. Ah, die Familienhäuser werden gebaut. Sehr gut. Wie viele unverheiratete Frauen haben wir eigentlich noch? Eine. Ist wer mit ihm verheiratet? Nein. Ist wer mit dir verheiratet? Nein. Und mit dir auch nicht. Mit dem Farmer ist jemand verheiratet und mit Sven ist wahrscheinlich jemand, ja. So, du bist jetzt Träger. Und du arbeitest in der Bäckerei. Und du wirst hoffentlich bald erwachsen. Ah, ich glaube, die Kaserne bauen wir dann doch hier unten hin. Hier einen Obstbauer. Also erstmal lassen wir hier die Sachen fertig bauen. Ist der Jäger mitten in unserer Siedlung? Das ist auch mal was Neues, aber ja, so ist es halt. Ihn irgendwann darunter zu verlegen. Ja. Du solltest dir auf jeden Fall jetzt mal eine Frau suchen. Fand keinen Ehepartner. Okay. Beides, geh mal irgendwo darüber. Du heiratest jetzt Fredes. Dann ziehst du mit unserem Nebenarbeiter in dieses Haus ein. So wie unsere Bauarbeiter hier einziehen werden. So. Turban ist erwachsen.
So, damit ist das schon mal alles verplant. Im Bau sind jetzt ein paar Gebäude. Ist okay. Also ja, die zusätzliche Nahrungsquelle hier unten ist keine schlechte Idee. Wenn sie nur dezent was versorgen soll, also einen Haushalt, dürfte es reichen. Und wir haben den Bäckermeister, sehr gut. So, wir warten darauf, dass Torbjörn Müller wird. Da ist nämlich schon mal unsere Nahrungsproduktion gesichert. Weil so reicht ein Farmer, ein Müller, ein Bäcker aus. Aber wir haben ja auch noch einen Jäger. Ein Stein und ein Weizen werden hier noch gebraucht. Ein Holz und ein Lehm hier. Das sollte ja alles kein Problem sein. Dann haben sie Orte zum Schlafen, Orte zum Essen. Fehlt uns nur noch Nahrung. Noch haben wir ja zum Glück ein bisschen Nahrung da unten. Er holt Wasser, er bringt Mehl, dann kommt gleich die nächste Fuhre Nahrung. Das Gute ist, dass wir diese Mission keine Soldaten versorgen müssen. Ja, das Fischerzelt interessiert mich nicht, da ist nur noch Restnahrung drin. Die irgendwann verkocht werden sollte. Ich hoffe bei ihr, dass die bald mit den beiden Wohnhäusern fertig sind. Na gut, du baust das mit Leben fertig. Du pennst gerade in der Gegend rum. Ja, deswegen will ich auch, dass der ihr Wohnhaus fertig ist, damit die effizienter arbeiten können. Weil es ist auf jeden Fall nützlich, wenn sie einen Ort zum Schlafen haben. Weil Stroller ist immer noch recht unfit. Ich glaube, ich muss Sven und Stroller dann als nächstes direkt für ihr Haus verweisen, zum Bauen. Und ja, die Nahrung hier drin mehrt sich langsam. Vor allem, weil wir auch schon den Bäckermeister haben. Oh,
Wetten wir, er wird wieder pennen und essen geben, bevor er das Zweifamilienhaus fertig hat. Ja, hat Hunger und sucht Nahrung. Das ist wiederum doof zu hören. Die Mayas schmieden Waffen. Ja, die Mayas haben auch Schwertkämpfer. Wenn ich hier über die drüber fahre, sieht er unheimlich aus. Da mit dem roten Schein. So, mal sehen, ob du das Gebäude gleich fertig kriegst. Du bist ja auch wieder am Schlafen. Ja, du kriegst auf jeden Fall die Töpferei fertig, das ist gut. Dann kann nämlich unser Lehmarbeiter erstmal die Töpferei vollstopfen. Dann kann er Geschirr machen. Ja, die Töpferei ist fertig. Gut. Du mach dich gleich schon mal dran, ja, das da zu bauen. Wenn du mit dem fertig bist. Oh gut, Nahrung wird immer mehr. Das ist sehr gut. Ja, dich setze ich mal hier oben mit deinem Einzugsgebiet, dass du mir nicht die Obstbäume wegfällst, sondern lieber hier das Holz wegmachst. Sehr gut. Das heißt, du kümmerst dich auch um das Gebäude. Das ist jetzt nämlich eure Hauptpriorität, euer Zweifamilienhaus fertig zu machen. Ja, hier unten haben wir noch eine Notreserve an Nahrung. Hier wird es langsam mehr Lehm. Lehmklumpen. Lehmklumpen. Holz kommt rein. Ja, weil es ist echt doof. Wenn die Bauarbeiter keine Unterkunft haben, dann dauert's Bauen echt lange. Weil sie nach jedem Bauvorgang wieder pennen und essen müssen. Aber ja, das Problem werden wir halt in jeder Mission erstmal haben.
Und ja, ich weiß, ich könnte Zelte bauen, aber nee, das nimmt dann nur noch mehr Zeit in Anspruch. Auf lange Sicht nimmt Bauplatz weg und wir müssen sie eh irgendwann wieder abreißen.